Kaffee kochen, den Tisch decken und von Autorinnen und Autoren hören, welche Geschichte hinter ihren Geschichten schlummern. So beginnen unsere Filmgespräche in den Geistesblüten. Heute bei unserer Verabredung mit Martin Kordic würde auch Schwarzwälder Kirschtorte passen. Sheikos Mutter kredenzt die gut gemeinte Tiefkühltorte zu Beginn des Romans Jahre mit Martha ihren Gästen. Alle sollen sich wohlfühlen. Vor allem Martha, bei der sie sauber macht, nachdem sie stundenlang im Krankenhaus geputzt hat. Sie konnte nicht ahnen, dass sich ihr Jüngster in die Chefin verlieben würde. Sheiko, den alle Jimmy nennen, ist 15. Er will alles übers Leben wissen, weil er jemand mit Verstand werden möchte, der da nicht herumgeschubst wird. Er lebt mit seinen Eltern und Geschwistern in einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Martha ist Professorin in Heidelberg mit gutem Gehalt und einem Einfamilienhaus. Keiner soll etwas über die Jahre ihrer Liebe erfahren. Außer uns Lisa natürlich. Martin Kordic wurde 1983 in Celle geboren und wuchs in Mannheim auf. Er studierte in Hildesheim und Zagreb. Seit über 10 Jahren arbeitet er als Lektor in Buchverlagen, zunächst in Köln, heute in München. Für seinen Debütroman »Wie ich mir das Glück vorstelle« erhielt er den Adalbert von Chamisso Förderpreis sowie die Alfred-Döblin-Medaille. Und schon ist er am Berliner Walter-Benjamin-Platz. Herzlich willkommen! Ja, herzlich willkommen bei uns in den Geistesblüten, lieber Martin Kordic. Du bist aus München zu Besuch mit deinem neuen Buch, es heißt Jahre mit Martha. Im Intro haben wir draußen gesessen, jetzt sind wir nach innen gezogen, es liegt an den Licht- oder Sonnenverhältnissen. Berlin und Saarland sind die heißesten Plätze. Du bist zu Besuch, weil jetzt vor wenigen Tagen dein Buch erschienen ist. Jahre mit Martha kommt auch in unserem Magazin vor, das erscheint demnächst, heißt, ist natürlich die Nummer 19, weil wir sie fortlaufend nummerieren. Und das Interview hat uns so gut gefallen, dass wir gesagt haben, den Martin wollen wir eigentlich auch mal bei uns erleben und vielleicht auch, und wie jetzt heute möglich, einen Film mit dir drehen. Jahre mit Martha birgt den Satz, der natürlich in einer Buchhandlung wie unserer gleich nochmal das Licht höher drehen lässt. Schreiben dokumentiert die eigene Anwesenheit, sagt deine Hauptfigur, der einen kroatischen Vornamen hat. Du wirst ihn uns gleich noch näher vorstellen. Er nennt sich selber Jimmy. Wenn Schreiben aber die eigene Anwesenheit dokumentiert, will ich natürlich am Anfang von dir wissen, wie du über SchriftstellerkollegInnen denkst, die unter Pseudonym schreiben, und über deine Hauptfigur, die uns ja gar nicht mit seinem kroatischen Vornamen vorstellt, sondern sich von uns und allen anderen mit Jimmy ansprechen lässt. Ja, ich denke, dieser Satz, Schreiben dokumentiert die eigene Anwesenheit, den ich Jelko da in den Mund lege oder in seine Gedanken, den finde ich selbst einen wichtigen Satz, wenn ich über das für mich selbst über das Schreiben nachdenke, weil für mich Schreiben eigentlich in erster Linie gar nicht unbedingt die literarische Produktion ist oder die Romanproduktion, die fiktionale Arbeit, sondern ich schätze an dem Schreiben sehr eigentlich das permanente Mitschreiben und das sozusagen Dokumentieren des Selbst oder das eigentlich fast wie so eine Art Logbuch schreiben. Ich schreibe in dem Stil eigentlich, wie man Logbücher schreibt, auch Tagebuch. Und dieses eigentlich fast Protokollieren des Alltags, das schätze ich sehr, das gibt mir im Alltag Stabilität, das genauso wie trinken, wie Sport machen oder so, das gehört einfach zu meinem Leben essentiell dazu. Ja, jetzt musst du mich nochmal hinweisen auf die Frage, die du gestellt hast, die darüber hinausgeht, über diesen Satz. Das ist wahr, die Frage nach dem Pseudonym. Also deine Kolleginnen, die jetzt unter Pseudonym schreiben und sich eigentlich intransparent machen, dokumentieren ja auch. Aber dokumentieren sie dann auch ihre eigene Anwesenheit? Genau, aber ja, auf jeden Fall. Also ich finde eigentlich so die Frage des Namens auf einem Buchumschlag, die ist ja eigentlich für den Schreibenden nicht so relevant. Oder ich stelle sie mir nicht so relevant vor, sondern der Akt des Schreibens und die Kraft, die man daraus gewinnt, sich zu dokumentieren und ja, dadurch irgendwie eine Art von Sicherheit im Leben zu gewinnen. Darum geht es viel mehr. Und da ist eigentlich die Frage, welcher Name auf dem Buchumschlag steht, glaube ich, nicht so relevant.
Ich bin da total bei dir. Eine Gemeinsamkeit, die du und deine Hauptfigur auf jeden Fall teilen, ist der Umgang mit Sprache, wenn es ums Einsammeln geht. Es gibt über jeden Autor und Autorin dann am Ende doch irgendwelche Gerüchte. Bei dir ist es ein Zettelkasten, den du haben sollst. Also du sollst Begriffe sammeln, die dich die dir im Alltag begegnen, die dich beschäftigen. Deine Hauptfigur sammelt Begriffe, um in Sprache zu finden. Er möchte sich immer wieder vervollkommnen, er möchte sich verbessern, er möchte souveräner sein. Anders als andere geht er nicht in die Muckibude. Er möchte einen Verstand haben und er möchte aktiv sein, dass der immer größer wird, damit ihn andere halt nicht wegen seiner Muskeln, sondern wegen seiner Verstandesmacht nicht zur Seite schubsen können. Stimmt das Gerücht mit dem Zettelkasten? Ja, das stimmt. Das ist aber Zettelkasten. Es ist ein Kasten, in dem ich Zettel sammle. Insofern ist es ein Zettelkasten. Ja. Genau, aber das schließt eigentlich diese Arbeit mit ein, von der ich gerade sprach, dieses Mitschreiben. Und in diesem, das ist, einerseits hat es so was Logbuchhaftes, das hat nichts mit dem Zettelkasten zu tun. Und andererseits sammle ich aber auch bestimmte Wörter, bestimmte Begriffe, Wendungen oder Gedanken, die ich interessant finde. Und damit die nicht verloren gehen, sammle ich die in diesem Holzkasten. Ich schreibe die erstmal irgendwo auf im Alltag, da wo ich gerade bin und was zur Hand ist, egal ob das jetzt ein Kassenzettel ist oder in meinem Handy. Und irgendwann, wenn ich dann am Schreibtisch sitze und das mir irgendwann alles mal zusammenhole und sammle, dann schreibe ich das wirklich auf und leg das ab. Und ich habe festgestellt, dass dieser Kasten einfach sehr anregend ist, weil ich dort Entdeckungen mache. Also ich stelle darüber auch fest, dass es eine sinnvolle Arbeit, weil ich das sonst verlieren würde oder vergessen würde. Und ich mich dann manchmal freue, mich an Dinge erinnern zu können oder auch irgendeinen Satz oder eine Szene, eine Situation zu finden, die irgendwie meine literarische Produktion anregt. Jimmy ist so unglaublich nah an dem Leser dran, weil der auch so kleine Wünsche hat. Ja, also der Strom hat los. Er hat nicht viel Taschengeld und beim Umherspazieren, ob das nun ein Einkaufszentrum ist oder ein öffentlicher Platz, guckt er auch mal ins Altpapier und sammelt Zeitschriften an, deren Verfallsdatum wirklich abgelaufen ist. Aber er birgt sie, als wären sie ein Schatz und denkt dabei nicht nur an sich selbst, sondern auch an den Rest der Familie. Er lebt mit beiden Eltern und zwei Geschwistern in Ludwigshafen in einem, ja, ich glaube so in einem Mehrstöcker. Und bringt den Zeitungen mit, von denen er weiß, da macht er denen eine Freude mit. Und das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Nun reden wir beide eigentlich ja schon einen kleinen Moment, obwohl bei unseren Lesungen in den Geistesblüten das erste Wort immer das Buch hat. Aber wir haben uns gekonnt vorgedrängelt, aber vielleicht hören wir jetzt die erste Stelle im Buch. Ja, gerne. Ich sah Martha zum ersten Mal auf dem 40. Geburtstag meiner Mutter. Damals wusste ich nicht, dass sie Martha hieß. Ich kannte sie nur als Frau Gruber. Die Geburtstagsfeier sollte unten im Gemeindesaal stattfinden. Das war der Keller in unserem Hinterhof. Mehrmals wöchentlich trafen sich dort die Mitglieder des Friedenszentrums für einen Nähkurs oder zum Bibelstudium. Obwohl es von außen nicht erkennbar war, gehörte das Haus einer kirchlichen Gemeinschaft oder einem christlichen Verein. Genau weiß ich das nicht. Zwischen vielen anderen braunen Häusern stand es irgendwo in Ludwigshafen. Mein Vater war hier der Hausmeister und meine Mutter die Putzfrau. Für diese Arbeiten bekamen wir eine Zwei-Zimmer-Wohnung im Vorderhaus, in der wir mietfrei wohnen konnten. Mein Vater, meine Mutter, mein großer Bruder Kruno, meine kleine Schwester Ljuba und unser Wellensittich Lothar, der so hieß, weil Lothar Matthäus der beste Fußballer war. Hauptberuflich war mein Vater nicht Hausmeister, sondern Bauarbeiter. Er war immer auf Montage. Zusammen mit meiner Mutter verdiente er zwar so viel Geld, dass ich an Klassenfahrten teilnehmen konnte, dafür habe ich meinen Vater allerdings nur am Wochenende gesehen. Als sein Körper für die Baustelle zu kaputt war und er endlich im Trainingsanzug bei uns im Wohnzimmer saß und Fernsehen guckte,
Da war ich längst ausgezogen und lebte weit weg in einer anderen Stadt. Aber das ist eine Geschichte, die ich später erzählen will. Damals fand ich das alles ganz normal. Und an dem Tag, an dem meine Mutter ihren 40. Geburtstag feierte, da saß mein Vater also in Frankfurt in einem Autokran und versetzte Schalungen für die Bahnsteige des neuen Fernbahnhofs am Flughafen. Mein Bruder machte eine Ausbildung zum Industriemechaniker bei der BASF, saß bei einem Cousin in der Autowerkstatt herum oder spielte Fußball für den FC Croatia Vorderpfalz. Meine Schwester war noch sehr jung. Sie ging in die 2. Klasse oder half meiner Mutter beim Putzen und Kochen. Wenn also unter der Woche in den Räumen des Friedenszentrums etwas repariert werden musste, sprang meist ich als Hausmeister ein. So auch an dem Tag, an dem Martha und ich uns zum ersten Mal begegneten. Ja, Jimmys Eltern sind beide Malocher. Der Papa ist immer auf Montage, deshalb kommt das Geld nach Hause. Die Mama arbeitet aber auch mit und sie arbeitet sich regelrecht den Rücken krumm. Und dazu kommt ein Moment, mit dem wir gleich am Anfang irgendwie uns auseinandersetzen. Mama ist eine, die immer an andere denkt, sogar an eigenen Geburtstag. Sie hat ihre Arbeitgeberin eingeladen, Martha, von der sie annimmt, ihr wird sicherlich Schwarzwälder Kirschtorte, auch wenn sie aufgetaut ist, gefallen. Sie ist ja schließlich eine aus dem Schwarzwald. Und das ist natürlich wahnsinnig witzig, weil Jimmy diese Nummer natürlich längst durchschaut. Jimmy ist die Hauptfigur deines Romans und ist von früh auf offensichtlich sehr patent. Der weiß ganz genau, der hat ein gutes Gespür für Stimmungen, für Emotionen. Er versteht, was seine Eltern für die ganze Familie anstellen, damit die Familie über Wasser bleibt. Und mehr noch, er ist ja auch dabei und hilft mit. Er lässt sich nicht bedienen, sondern ist eigentlich jemand, der in ständiger Aktion ist. Und trotzdem hat er das Gefühl, die eigene Energie reicht nicht. Also er möchte gerne nochmal ein Energielevel nach oben springen. Er verortet sich woanders, habe ich das Gefühl. Er hat das Gefühl von Unsicherheit, von mangelnder Souveränität. Woher nimmt er das? Er hat ja seine Geschwister, an denen er sich abgleichen kann. Er hat sicherlich auch Leute aus dem Haus, die er im Fahrstuhl trifft. Aber warum glaubt er, da gibt es noch ein bisschen mehr? Er scheint irgendwie neugierig zu sein. Worauf? Ja, er ist neugierig und wissbegierig. Also er hat einen großen Bildungshunger. Und er ist irgendwie in seinen jungen Jahren immer wieder konfrontiert mit der Botschaft, da gehörst du nicht hin. Und ich glaube, es gibt eine Szene im Roman, die mir sehr wichtig ist und die auch für Jelko ein Moment ist, in dem er sozusagen eine neue, stärkere Energie entwickelt, weil er eine Art von Wut entwickelt. Und das ist ein Gespräch mit seinem Bruder, in dem Jelko seinem Bruder davon erzählt, dass er studieren gehen möchte. Und die Ressentiments in der Gesellschaft schon so weit, oder die Familie schon so oft damit konfrontiert wurde, dass sie schon richtig in die Familie eingedrungen sind und zu einer Wahrheit geworden sind. Der Bruder sagt dann zu ihm, das ist nichts für Kinder wie uns, du musst hier bleiben. Und das ist für ihn eine erschütternde Erfahrung und er schöpft daraus aber Kraft, weil er daraufhin noch mehr liest, noch mehr aufschreibt und weil er es irgendwie sich selbst, aber er weiß, glaube ich, gar nicht wem und warum er das eigentlich beweisen will, das zu schaffen und das an einer Universität zu schaffen und zu studieren. Und diese Zielstrebigkeit, das ist dann das, was er im Verlauf seiner weiteren Entwicklung feststellt, bei ihm aber so ein bisschen ins Leere läuft. Also er fällt dann in ein großes Loch irgendwann. Mir gefällt es, weil es ja ein sehr intimes, ein sehr stilles Buch ist. Die Wünsche, habe ich schon angedeutet, sind eher klein und demnach eventuell machbar. Und im Gegensatz zu seinem Bruder oder dem Rest der Familie, die sich ja doch innerhalb bestimmter Quadranten aufhalten oder vielleicht auch Wände sehen, ist er derjenige, der begreift, da ist auch eine Tür. Und er ist bereit, durch diese Tür zu gehen. Nun bleiben die wenigsten, die das machen, genau im Rahmen stehen, sondern entscheiden sich für eine der beiden Seiten. Das heißt, es gibt ein Vor und ein Zurück und damit vielleicht auch ein nach vorn kommen und ein zurücklassen. Ja. Hinter der Tür
nach vorne gegangen, steht Martha. Martha ist eingeladen, die Arbeitgeberin der Mutter, und weil sie nicht anders kann, geht sie in die Wohnung der Familie und möchte dort eigentlich nur für sich genommen mal schnell für kleine Mädchen. Und weil das Ganze über nur von einem Vorhang getrennt ist und sie nicht wissen kann, dass Jimmy dort ist, lernen die sich kennen. Ungewöhnlicher Augenblick. Und Martha ist Professorin, sie unterrichtet in Heidelberg und ist jemand, von dem Jimmy immer hoffte, so jemand poppt in seinem Leben auf. Und nun ist sie da. Und die kommen auch gleich miteinander ins Gespräch und auch auf eine sehr einfache Weise und eine ganz unverstellte Weise. Keiner von beiden hat einen roten Kopf. Sie kichern eher über den Moment und sie machen vor allem kein großes Ding daraus. Also man weiß, okay, das gehört zum Leben dazu. Das wird auch überhaupt nicht anrüchig von dir beschrieben. Überhaupt wird Intimität in deinem Buch nie schwitzig oder fleischig. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Nun ist Martha wesentlich älter als Jimmy. Die beiden lernen sich kennen, nähern sich an, verlieben sich ineinander. Die Liebe wird uns aber einseitig erzählt. Erzählt wird sie immer nur von Jimmy und nie von ihr. Damit gehen zwei Dinge für mich einher. Also in der ersten Liebe sind wir alle blind, hoffentlich auch in den nachfolgenden. Und gerade bei der ersten Liebe überhöhen von uns die meisten. Also das bleibt für immer die erste Liebe und daran werden spätere Lieben gemessen. Dieses Überhöhen, ist das etwas, was Jimmy passiert? Und warum wolltest du, dass es bei ihm bleibt und uns nicht Martha ihre Auffassung dieser Liebe erzählt? Ja, das ist so ein bisschen die Anlage des Romans, dass Jelko sein Leben sortiert und diese Zeit und diese Jahre mit Martha. Es wäre natürlich trotzdem möglich gewesen, erzählerisch das so zu bauen, dass man mehr von Marthas Innenleben erfährt. Ja, also für Jelko, wenn er Martha begegnet und wenn sie in seinem Leben tritt, sieht er in ihr alles, was er sich wünscht. Sie ist blond, sie ist vermögend, sie ist gebildet, sie hat Bücher, er kommt ja dann auch zu ihr nach Hause. Sie hat ein Anwesen, sie scheint für ihn irgendwie souverän im Leben zu stehen und daraus schöpft sich sehr viel Anziehungskraft für ihn. Umgekehrt ist es so, dadurch, dass wir alles aus Jelkos Perspektive sehen, dass Martha mehr oder weniger ein Phantom bleibt eigentlich. Also sie findet nur statt in Beziehung zu ihm und aus seiner Erzählung. Und er stellt das ja auch fest, dass sie in ihrer Beziehung, wenn sie sich Briefe schreiben, wenn sie sich unterhalten, ist er das Zentrum dieser Beziehung. Es geht immer um ihn. Es geht so gut wie nie um Martha. Es gibt im Roman ein, zwei Hinweise oder zumindest wird miterzählt, was so ein bisschen die Rahmenbedingung oder die Voraussetzung ist für die Lebensphase, in der Martha ist, wenn sie auf Jelko trifft. Das ist zum einen, dass sie gerade getrennt ist von ihrem Mann und zum anderen, Jelko lernt sie kennen auf dem Geburtstag seiner Mutter, aber seine Mutter lernt sie kennen im Krankenhaus. Sie putzt eigentlich im Krankenhaus, sie putzt eigentlich nicht privat. Und sie lernt Martha kennen, weil sie sich dort von einer Krankheit erholt. Und ich stelle mir das immer ein bisschen so vor, dass bei ihr in dieser Lebensphase oder davor irgendeine Konfrontation mit der eigenen Endlichkeit und der Endlichkeit des eigenen Lebens stattgefunden hat, auf der Basis sie dann diese Begegnung mit Jelko sehr aufregend findet und sehr vitalisierend findet. So nähern sich die beiden an. Es bleibt aber immer eine Beziehung, über der ganz groß die Frage steht, tun sie sich eigentlich gut oder tut Martha Jelko gut? Aber lass mich genau da nachfassen, ja. Weil natürlich empfindet jeder Leser nochmal die Figuren deutlicher anders oder ja auch grundlegend verschieden oder abweichend vom Autor. Ja. Martha war für mich natürlich älter als Jelko und sie ist aber vor allem lebenserfahrener und für mich war sie genau in der Mitte des Lebens und sie ist deutlich parkettsicherer als Jelko, ja, was man dann auch später beim Theaterbesuch mitmacht. Sie ist die Erste, die ihn mit in die Kultur hieft, wo er immer hin wollte und er fühlt sich an ihrer Seite wohl. Sie ist auch sehr spendierfreudig, sie gibt ihm auch da finanziell einen Rückhalt
Und trotzdem gibt es viele Situationen, da gibt es keinen, also da klaffen die auf Augenhöhe nicht so weit auseinander, dass sie sagen, okay, vor mir steht ein Zwerg, sondern sie nimmt ihn schon mit nach oben. Nun ist aber immer bei Liebesverhältnissen, wenn ein Altersabstand dazwischen kommt oder auch unterschiedliche finanzielle Hintergründe oder auch eine Souveränität, die Gefahr von Dominanzverhalten oder auch Übergriffigkeit oder natürlich im Rahmen von MeToo auch sexuelle Hörigkeit oder Übergriffigkeit, Manipulation als Frage mit im Spiel. Du hast keine männliche Lolita in deinem Roman geschrieben. Wir haben hier grundlegend was anderes. Es ist auch keine Mrs. Robinson. Und MeToo hat hier gar nichts zu suchen in diesem Roman. Für mich ist es wirklich da haben sich zwei gefunden, die in der Lebensphase definitiv füreinander da sind und da waren, weil sie einander gut tun. Bin ich blauäugig, wenn ich so über deinen Roman spreche? Also wie du schon sagtest, jede Lektüre bringt den eigenen Leser, die eigene Leserin mit und den eigenen Blick darauf. Für mich selbst ist das zumindest schon so, dass wenn ich ein guter Freund von Gilles wäre, er geht sehr allein durch diese Geschichte, er hat eigentlich niemanden, der ihn begleitet, würde ich ihm, glaube ich, schon von dieser Beziehung eher abraten, weil sie irgendwie schon eine toxische Melange hat zwischen Unterstützung einerseits, aber auch von Ausbeutung andererseits. Das ist irgendwie ein Graubereich, in dem sich diese Beziehung bewegt. Um diesen Graubereich, in dem sich die Beziehung Martha-Jelko bewegt, klarer zu machen, war mir beim Schreiben sehr wichtig, das Ganze noch zu ergänzen um eine andere Beziehung, nämlich die Beziehung zu einem Mann. Jelko lernt später während seines Studiums einen Mann kennen, einen Professor, für den er auch arbeitet. Und diese Beziehung, die ist für mich sehr, sehr klar falsch. Also da wirft er sich Menschen entgegen, ohne ein wirkliches Koordinatensystem zu haben von wer tut mir eigentlich gut. Da bin ich total bei dir. Der hat so grundsätzlich jeden Filter verloren und trotzdem, auch da muss ich nochmal einhaken, weil er hat seine Geschwister, er hat die Leute im Haus, er hat Klassenkameraden, er muss auch malochen, er muss wie seine Eltern, er darf später studieren, sich einen Job suchen. Das macht er, er geht kellnern, was viele Studenten machen, geht er kellnern. Dann lernt er diesen für sich neu gefundenen väterlichen Freund kennen, einen Professor, der ihn fördert, was er so fast nie macht. Aber nun ist diese zweite Person, die wichtig wird in seinem Leben, wieder ein Professor. Ist da irgendeine Form von Schlüsselreiz, sobald er den Begriff oder den Visitenkartenaufdruck Professor für sich wahrnimmt? Naja, ich glaube schon, dass beide, Martha und Donnelly, dieser Professor, für ihn attraktiv sind, weil sie irgend so ein Bildungsversprechen mitbringen. Du hast das auch gerade gesagt mit dieser väterlichen Rolle. Beide kommen ja auch in so mütterliche und väterliche Rollen. Beide bringen was mit, was seine Eltern ihm nicht geben können. Und er hat ja auch diesen Moment, wenn er bei Martha in der Bibliothek steht, dass ihm bewusst wird, dass es gar nicht in seinem Aufstiegswillen gar nicht um Ökonomisches geht, dass es gar nicht darum geht, viel Geld zu kriegen oder zu bekommen, zu verdienen, sondern dass eigentlich egal ist, was seine Eltern machen, egal ob seine Eltern viel Geld verdienen werden, das, was er von Martha und analog auch von Donnelly bekommt, kann er von ihnen nicht bekommen. Und das ist Bildung und dass sie beide Professoren sind. Bei Martha ist es eher Zufall, weil sie sich nicht an der Universität begegnen. Ja, und bei Donnelly ist es dann klar, dass es sozusagen sein Weg, den er gehen will, dass er an der Uni studiert und studieren kann. Und dort trifft er dann auf Alex Donnelly. Es gibt ja immer so schwesterliche oder brüderliche Bücher. Bei deinem musste ich natürlich so einen Moment lang an der Vorleser denken, nur dass das Rollenverhältnis ein anderes ist. Sie ist diejenige, die dank des Jüngeren in der Vorleser ins Wissen kommt, weil er ihr ja nun diese Bücher vorliest. Bei dir ist es umgekehrt. Der Jüngere kommt ins Laufen aufgrund der Hilfe von Martha. Es ist eine Odyssee, die aber anders als bei Odysseus nicht darauf angelegt ist, dass der Vater nicht wiederkehrt und eine unendliche Reise antritt mit bestimmtem Ziel. Bei dir ist es der Sohn, der sich auf eine Reise begibt.
Und die müssen wir natürlich noch mal ganz kurz anteasen. Ja. Es geht nicht nur um diese Wissensreise, es geht nicht nur um dieses eigene Vervollkommnen, sondern seine Familie spielt hinein. Die Eltern, der Vorname liegt nahe, kamen Ende der 90er nach Deutschland. Sie haben sich dort eine Wohnung gesucht, nachdem sie aus einem multinationalen Staat aufgebrochen sind, den wir heute gar nicht mehr im Atlas finden. Irgendwann kommt der Moment, in dem die Familie dort wieder hin muss. Deinem Nachnamen, Martin Kordic, hört man an, natürlich ist da auch irgendwie vielleicht eine Verwandtschaft da, ist es. Du bist in Celle geboren und was ja so bezeichnet ist, oder vielleicht nicht zufällig in deiner eigenen Vita, du hast in Hildesheim und in Zagreb studiert. Ja. Zagreb war kein Zufall, oder? Du wolltest auch dorthin. Genau, das war kein Zufall, aber vielleicht kurz zur Einordnung oder zur Korrektur. Jelkus Eltern kommen als Gastarbeiter, also vor den Jugoslawienkriegen nach Deutschland. Und bei mir selbst ist es so, dass mein Vater als Gastarbeiter aus dem ehemaligen Jugoslawien kam, meine Mutter ist deutsch. Das nur kurz zur Einordnung. Genau, und das führt aber auch schon zu deiner Frage, dass die Idee, nach Zagreb zu gehen, die hängt natürlich unmittelbar damit zusammen, dass ich in dieser Phase meines Lebens das Bedürfnis hatte, mich mit der Herkunft meines Vaters stärker auseinanderzusetzen und selbst dort zu sein. Ich bin dort sowieso viel, aber immer nur im Sommer oder zu anderen familiären Anlässen und habe dort aber nie gelebt. Und das war etwas, was ich unbedingt mal ausprobieren wollte, beziehungsweise war es, als ich es mir vorgenommen hatte, gar kein Ausprobieren, sondern ich hatte in Deutschland keine Wohnung mehr und bin da einfach hingezogen mit der Idee zu gucken, was passiert. Also ich war Mitte 20 und habe dann aber auch festgestellt, dass diese Vorstellung oder die damit verbundene Sehnsucht, vielleicht auch irgendwie bestimmten Dingen näher zu kommen, nicht so gut funktioniert hat und sich nicht so aufgelöst hat und ich schon in Deutschland verortet und verhaftet bin und dann wieder zurückgekommen bin. Neben deiner Schriftstellereigenschaft hast du noch einen zweiten Brotjob. Du bist Lektor und bist von daher ja auch am Text geschult. Du musst in dem zweiten oder in deinem Brotjob immer mal wieder den Rotstift ansetzen. Und ich finde, den kann man in deinem Buch gar nicht ansetzen. Es gibt kein zu viel. Es gibt auch nicht, wo ich rangeschrieben, da fehlt mir noch was. Ich finde, du bringst es so wunderbar selbst auf den Punkt. Auch da wäre vielleicht gut, wenn wir am Ende nochmal auf einen Satz gehen, nämlich in Büchern gehen Geschichten nicht verloren. Das ist natürlich auch ein Satz, der weiterhin mitschwingen wird. Dass dieser Satz zu einem zentralen Satz wird im Roman und kommt ja auch recht weit hinten im Text, das hat den Grund, dass einerseits ist dieser Roman ein Sortieren von Jelko seines Lebens, aber andererseits schwingt für mich bei diesem Satz in Bezug auf diese Geschichte viel mehr mit, dass die Beziehung, die die beiden führen, ist ja nie eine offen gelebte Beziehung. Es ist klar, man sieht sie manchmal zusammen, aber sie sind kein klassisches Paar. Sie leben nicht zusammen, teilen ihren Alltag nicht zusammen, sondern haben eine Verbindung zueinander. Auch wenn Jelko nicht der Autor dieses Buches ist, sondern nur der Erzähler dieses Buches, habe ich versucht, durch diesen Satz diesen Beweis für die Beziehung anklingen zu lassen. Und deshalb dieser Satz. Es ist rundum gut. Freue mich, dass du heute Zeit hattest. Mich freut wahnsinnig, dass du in unserer Nummer 19 bist. Und jetzt glauben Sie bloß nicht, dass ich ihm darin die gleichen Fragen gestellt habe. Du hast nochmal ganz anders zeigen können, was alles in diesem Buch steckt. Und ich hoffe, du signierst uns jetzt noch ein paar und wir sehen uns bald wieder. Ja. Und freue mich, komm gut wieder nach München.